Manche Sachen, die darf man einfach nicht vergessen. Lars Klingbeil, der liefert sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Hubertus Heil um den Vollpfostenpreis des Jahrhunderts. Er sagt hier über Erdogan und die Wahl Erdogans, die Stichwahl, er habe nicht mal die Hälfte des Landes erreicht. 51% ist über die Hälfte, Herr Klingbeil. Sie mit Ihren 25,1 oder 2% bei der Bundestagswahl haben 75% oder 74,9% der Bundesbürger, der Wahlberechtigten nicht erreicht. Wenn Sie jetzt sagen, Erdogan muss seine Richtung grundlegend ändern, ja, bei 25 Prozent, die Sie bei der Bundestagswahl hatten, das hat Sie zwar in die Lage versetzt, eine Regierung zu bilden, einen Regierungsbildungsauftrag zu bekommen. Allerdings, wenn ich Ihre Logik anwende, dann sollten Sie sich jetzt auflösen, denn selbst eine Richtungsänderung wäre bei Ihnen vollkommen nutzlos. Die Mehrheit der Bundesbürger steht nicht hinter Ihnen. Das sei Ihnen nun mal so gesagt. Sie werden immer mehr zu meinem allergrößten Freund in der Bundespolitik.